Liebe Deloitte Future Talk Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist Michael Kramp, ich bin heute euer Gastgeber und es geht in unserer heutigen Ausgabe um Schule, um Schulbildung und um die Rolle des Themas Wirtschaft in den Schulen. Warum ist das Thema so wichtig für unsere Kinder? Was läuft gut an unseren Schulen? Wo gibt es Defizite? Was sind Lösungen? Das sind einige Themen, die wir gleich besprechen werden. Unser Gast Klaus Wellershof ist Ökonom, Unternehmer, aber auch Dozent an der Universität St. Gallen. Er ist auch aktiv bei wirtschaftsbildung.ch, ein Verein, eine Plattform für die Wirtschaftsbildung junger Menschen. Der Verein ist aktiv mit Vorträgen und praxisnahen sogenannten Wirtschaftswochen direkt in den Schulen und fördert dadurch das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auch Unternehmertum und anderen Themen. Wir werden somit in diesem Gespräch die Theorie mit der Praxis verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Liebe Podcast-Freunde, ich grüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Future Talk. Meine Leitung geht heute nach Zürich, genauer gesagt an den schönen Zürichberg. Und ich begrüße sehr herzlich Klaus Wellershof, Ökonom, ehemaliger Banker, genauer gesagt Chefökonom der UBS, Berater, Kolumnist, Researcher, Professor, Unternehmer und noch vieles mehr. Herr Wellershof, herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Kramp. Nachdem ich jetzt versucht habe, so all Ihre beruflichen Rollen aufzuzählen, etwas ganz Wichtiges habe ich natürlich vergessen, auch im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema. Sie sind auch stolzer Vater von 4 Kindern, korrekt? Ja, 4 Söhne haben meine Frau und ich zustande gebracht. Der Jüngste ist gerade im letzten Schuljahr, also wir hoffen das zumindest. Und ich glaube, da haben wir einiges erlebt, was unser heutiges Thema angeht. Ja, richtig. Und das prägt natürlich auch. Das ist ja ein Thema, das Sie, wie ich weiß, mit sehr viel Leidenschaft umtreibt, also Wirtschaft in der Schulbildung. Und meine Eingangsfrage wäre, was hat Sie denn bei dem Thema mehr geprägt? War das so Ihre eigene Erfahrung von damals oder das, was Sie so bei Ihren Söhnen jetzt so hautnah in der Elternrolle erlebt haben? Ich glaube, die eigene Erfahrung ist ja immer eine Mischung aus dem, was man selbst erlebt hat, aus dem, was um einen herum passiert und natürlich das, was bei den eigenen Kindern Sache ist, das ist nochmal viel unmittelbarer eigentlich. Aber ganz ehrlich gesagt ist die Motivation, mich für dieses Thema einzusetzen, weniger von persönlichen Eindrücken aus dem ganz nahen Umfeld geprägt, als aus dem Erleben zum Beispiel als Hochschullehrer selbst. Ich unterrichte ja an der Universität. Und feststellen, dass ganz viele Dinge, die für jemanden, der in der Wirtschaft tätig ist, der auch über Wirtschaft nachdenkt, als Nationalökonom tut man das natürlich intensiv, selbstverständlich sind, für ganz viele Menschen überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und da entsteht doch der Eindruck, dass zumindest in diesem Gebiet die Schule die Menschen vielleicht nicht auf ihr Leben vorbereitet. Also Defizite, und über die sprechen wir gleich ein bisschen, aber auch natürlich, was so Lösungsansätze sind. Jetzt sind ja Ökonomen nicht unbedingt diejenigen, die man zuerst befragt, wenn es um die Inhalte von Lehrplänen beispielsweise geht, gerade an öffentlichen Schulen. Das holen wir hier ein bisschen nach. Und es geht ja, wie Sie auch gesagt haben, schon im weitesten Sinne um Wirtschaftsbildung, aber um auch viel Finanzbildung, wie ich finde, für unsere Kinder, für unseren Nachwuchs. Und das hat ja eine enorme Bedeutung, nicht nur für unsere Kinder selbst, sondern auch für den langfristigen Erfolg einer Volkswirtschaft. Und ein wichtiges ökonomisches Kriterium, wo man sowas vielleicht ein bisschen messen kann, ist ja die Effizienz. Also werden zum Beispiel finanzielle Mittel so eingesetzt, dass man ein gutes Ergebnis erzielt, also Input versus Output. Und wir investieren ja sowohl in der Schweiz, aber auch in Deutschland ja sehr viel in Bildung, auch zu Recht. Sind Sie zufrieden denn so mit dem Output? Ja, und da muss man ja definieren, was man wirklich als Output haben will. Und das ist auch nicht immer leicht zu messen. Also ich tue mich mit dem Effizienzthema bei der Schule schon ein bisschen schwer, obwohl es natürlich auch dort Beobachtungen gibt. Also was ich zum Beispiel wahnsinnig frustrierend finde, ist, dass ich als Hochschullehrer in der Schweiz, der unter anderem Geschichte des ökonomischen Denkens unterrichtet, in meinem Seminar nur mit ganz wenigen ausgewählten Studierenden französische Originaltexte lesen kann. Und das kommt, das muss man verstehen, für diejenigen, die nicht aus der Schweiz sind, die uns zuhören, das kommt vor dem Hintergrund, dass die
Kinder hier Französisch zwangsweise viele, viele Jahre haben. Einige haben sogar sogenanntes Frühfranzösisch, wo das schon in der Grundschule, Primarschule einsetzt. Das finde ich wahnsinnig frustrierend. Und da gibt es bestimmt auch irgendwo Effizienzthemen. Noch wichtiger scheint mir aber die Frage zu sein, eben wofür sollten wir unsere Kinder in den Schulen und jungen Menschen in den Schulen vorbereiten. Da gibt es ein Thema, das ist eigentlich auch vollkommen erstaunlich, dass es nicht vorkommt, das ist das Elternsein. Also ich glaube, im Biologieunterricht haben wir alle gelernt, wie die Organe funktionieren und wie man verhütet. Aber was das bedeutet, Eltern zu sein für einen selbst, was die Pädagogik angeht, ist eine vollkommene Leere, eigentlich wahrscheinlich das wichtigste Thema überhaupt im Leben, wenn man das Glück hat und wenn man es möchte, Nachwuchs zu haben. Aber dazu gehört auch, dass es ein gewisses Grundrüstzeug an Verständnis geben sollte, meiner Meinung nach, über die Frage, wie eine Gesellschaft verfasst ist. Also was sind die rechtlichen Grundlagen, mit denen wir agieren? Und natürlich auch, wie muss man sich wirtschaftlich in ihr bewegen? Wir erwarten von unseren Mitbürgern, dass sie wesentliche Entscheidungen treffen über ihr, nicht nur ihren eigenen Lebensstil und Standard, sondern auch zum Beispiel über die Frage der Altersversorgung. Und da kommt die Finanzbildung mit hinein, die Sie angesprochen haben, Herr Gramp. Da kommt aber natürlich auch ein Grundverständnis an Ökonomie herein. Und gerade in einem Land wie die Schweiz, wo wir starke direktdemokratische Elemente haben, ist der letzte Punkt natürlich auch die Frage, wie mündig ist der Bürger überhaupt? Wie kann er entscheiden, wenn bei ja wahrscheinlich mindestens jeder dritten Frage, die zur Abstimmung dem Volk vorgelegt wird, gar keine wirkliche wirtschaftliche Grundbildung vorhanden ist, es sich aber um wirtschaftliche Themen handelt. Jetzt ist die Schule natürlich auch dazu da, unsere Kinder auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Meiner Meinung nach etwas zu stark auf das Angestelltenwesen ausgerichtet. Darüber können wir auch noch sprechen. Aber wo sehen Sie hier, also was läuft gut beim Thema wirklich Ausbildung auf den Arbeitsmarkt bereits in Schulen und wo sind die Defizite? Sie haben vorhin schon einige so aus Sicht der Hochschule angesprochen, wenn Sie hier die Studenten unterrichten, aber wenn Sie jetzt mal so zur Arbeitsmarktfähigkeit sich mal Gedanken machen könnten, was läuft gut und wo sehen Sie hier Defizite? Also ich glaube, wir haben da große Fortschritte gemacht. Also ich glaube, wir müssen nicht alles nur negativ sehen. Wir haben ja eine wesentlich kompetenzorientierte Aufbau unserer Lehrpläne, also den jungen Leuten sollen Fähigkeiten gegeben werden, sich tatsächlich im Leben und auch am Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Also natürlich finde ich selber, dass Wirtschaften ein sehr wichtiges Thema ist, aber es ist natürlich überhaupt nicht das Wichtigste und auch nicht das Einzige, in dem man sich dann bewähren muss. Ich glaube, da wird schon viel Gutes gemacht, aber wenn man sich so diesen modernen Dreiklang vorstellt, mit dem wir heute eben unsere Inhalte in den Schulen aufbauen wollen, also dieses Wissen wollen und können, was wir vermitteln wollen den Schülern, dann gibt es doch Elemente im Bereich des Wissens, wo man noch hinein muss. Und zum Wissen gehört eben auch nicht nur, das sagen Sie vollkommen zu Recht, wie man sich als Arbeitnehmer verhält, welche Rechte man hat, sondern man muss auch verstehen, wie das Volkseinkommen überhaupt erst entsteht. Und da gehört Unternehmertum rein. Dazu gehört zumindest mal rein, dass man die Perspektive wechselt und sich vorstellt, man wäre Unternehmer, damit man vielleicht dann später auch als Angestellter besser versteht, was um einen herum passiert. Das scheint mir ein ganz, ganz zentrales Element zu sein. Und natürlich wollen wir die kreativen Kräfte, die in irgendeiner Form wirtschaftlich tätig sein wollen, wollen wir auch ermutigen oder sollten wir auch ermutigen, tatsächlich selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das bringt Innovation und das bringt uns auch eine buntere und lebenswertere Gesellschaft. Wie praxisnah sehen Sie den Unterricht in den Schulen? Ach, das Wort praxisnah mag ich eigentlich fast genauso wenig Effizienz in Bezug auf Schule. Ich glaube, es braucht ja beides. Die Kompetenzvermittlung ist ja eine gewisse Praxisnähe, auch wenn es um abstrakte Größen geht. Also eine Konfliktbewältigung zum Beispiel, das haben wir am Arbeitsplatz ständig nötig, ist aber auch etwas und vielleicht viel wichtiger noch natürlich im gesamten Leben, in dem man sich bewegt. Also ich kann mit dem Begriff eigentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen, zumal ja auch Praxis sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich Mitarbeiter bin einer Bank, dann sieht das doch anders aus, als ob ich für eine Kultureinrichtung
schaffe oder ob ich selber tatsächlich mein Glück in die Hand nehme und Unternehmer werde. Also ich glaube, da ist die Schule überfordert und ich glaube, es gibt, das, dem möchte ich fast sogar noch das Kränzchen binden. Ich glaube, es gibt ganz wichtige Elemente, die gerade nicht praxisnah sind, die wir vermitteln können, weil sie sonst in dem Ausbildungskurriculum der Menschen ihr Leben lang überhaupt nicht mehr vorkommen werden. Jetzt wollen wir aber nicht nur jammern, sondern wirklich auch ein bisschen Lösungsansätze in die Diskussion einbringen. Und da sind Sie als Person natürlich sehr spannend, denn Sie sind engagiert bei wirtschaftsbildung.ch. Das ist eine Plattform für die Wirtschaftsbildung junger Menschen, also vor allen Dingen natürlich ausgerichtet aus Schülern, auch in der Ausbildung. Eine Schnittstelle, wie es heißt, von Pädagogik und wirtschaftlicher Praxis. Und wirtschaftsbildung.ch geht ja mit ihren Unterstützern in der Tat tatsächlich in die Schulen herein und vermittelt, ich nutze jetzt mal nochmal das Wort Praxiswissen, also hier ein bisschen näher am, sage ich mal, Themen wie Unternehmertum etc. dran zu sein, aber nicht nur in reiner Form von Vorträgen, sondern in unterschiedlichen Formaten. Vielleicht können Sie unseren Hörern noch etwas genauer beschreiben, was Wirtschaftsbildung genau macht, was ein bisschen so die Vision und das übergeordnete Ziel ist. Ja, ich glaube, was wir erreichen wollen, ist relativ einfach. Wir wollen jungen Menschen Wirtschaft wirklich erleben lassen. Das heißt, dieser Perspektivwechsel, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht nur irgendwie in einem Buch lesen, was passiert, sondern sie mal in die Rolle versetzen von denjenigen, die in der Wirtschaft entscheiden müssen. Das sind Unternehmer, das können Unternehmensführungsfragen sein. Und um das möglich zu machen, haben wir seit jetzt vielen Jahren, 50 Jahren, den Weg eingeschlagen, das spielerische Angebote für Schulen zu machen im Rahmen von Simulationen, Einblicke in die Logik von unternehmerischem Handeln gewinnen zu können, so dieses Spannungsfeld zu erleben zwischen den verschiedenen Stakeholdern, also sehr bewusst auch seit doch, ich würde sagen, sehr früh, ich glaube, da waren wir mit bahnbrechend, auch einem nachhaltigen Gedankengang verpflichtet, also dass also die Umwelt eine Rolle spielt, dass man sich über die Sozialpartner Gedanken machen muss, die Mitarbeiter, natürlich die Kunden. Das ist also sehr, sehr eigentlich wieder ein sehr modernes Bild geworden, was wir dort vertreten. Also es ist ein Angebot in Spielsimulationen, die Schüler angeleitet natürlich in Situationen zu bringen, die ihnen einmal eine ganz andere Welt eröffnen. Um das möglich zu machen, haben wir eine Plattform gebaut, die den Dialog über Wirtschaftsbildung fördern soll. Also wir machen Symposien, wir versuchen Netzwerke zu stärken zwischen Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft. Wir versuchen uns irgendwo in diesem sehr wichtigen Bereich der Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen so zu positionieren, dass ein besseres Miteinander, konstruktives Umgehen mit der Wirtschaft tatsächlich möglich ist. Ich kenne diese Simulationsspiele, die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es ist ja dann quasi eine Ergänzung auch für die Schulen, für die Lehrer, die natürlich so etwas in der Regel nicht machen können oder stemmen können. Und daher sie dann quasi als externer Partner beteiligt sind. Wie wird das so von der Lehrerschaft angenommen? Ja, ich glaube, es ist sehr gut, das traue ich mich zu sagen, obwohl Sie natürlich eigentlich andere Leute fragen müssten, warum ich traue ich mich das zu sagen, weil wir es eben schon wirklich lange machen. Ja. Und wir erleben einen immer noch stetig wachsenden Zuspruch von den Schulen. Also wir organisieren ja diese Spiele und gehen ja, das ist nicht einfach nur eine Software, die wir zur Verfügung stellen, obwohl wir das auch können, aber unser Flagship-Produkt sozusagen, das wir haben, ist eine Projektwoche, wo auch sogenannte Fachlehrer aus Unternehmen kommen. Also es sind in der Regel Kadermitarbeiter von Unternehmen, die sich dann den Schülern stellen und mit denen gemeinsam durch diese Simulation gehen. Und das, wenn man das zusammennimmt, dann die Anzahl der Menschen betrachtet, die da jetzt nicht nur in Kontakt gekommen sind mit unserer Aktivität, sondern sie aktiv betreiben und voranbringen über die Jahre, dann sind wir immer noch im Aufwärtstrend und das, obwohl es uns schon seit 50 Jahren gibt. Haben Sie so ein paar Zahlen, wie viele Schulen das schon? Ja, also man kann, glaube ich, sagen, in der Schweiz sind wir heute in einer Situation, wo wir gut 10.000 Schüler pro Jahrgang bewegen.
Das ist also jeder Achte, um das in jeder Achte das Schüler. Ist viel. Ja. Das ist für eine private Initiative wirklich stark. Wir arbeiten mit 400 Schulen zusammen, 300 Unternehmen schicken solche Fachlehrer, um diesen Dialog wirklich nicht nur abstrakt machen zu lassen, nicht nur in der Simulation das Erleben der Schüler zu stärken, sondern auch im persönlichen Anspruch, im persönlichen Austausch. Das sind aktuell knapp 450 Fachlehrer. Da machen auf der anderen Seite begeistert ungefähr 750 Lehrer mit. Also es sind schon für ein kleines Land richtig große Zahlen. Auf jeden Fall, wir von Deloitte sind ja auch engagiert und von meinen Kollegen, die als quasi Lehrperson dann teilnehmen, höre ich auch nur Positives. Wir werden alle Details zur Wirtschaftsbildung.ch in den Shownotes verlinken. Also wenn uns jetzt hier irgendwelche Schulleiter, Lehrer zuhören, die vielleicht das erste Mal davon hören, oder natürlich auch Unternehmen, die sich engagieren wollen, die können dann entsprechend in Kontakt treten. Gibt es ähnliche Alternativen eigentlich in Deutschland? Wir haben ja viele Zuhörer auch aus Deutschland und ich kann mir vorstellen, das ist auch ein Format, das dort auf Interesse stoßen würde. Ja, das gibt es in der Tat. Wir haben seit etwas über 5 Jahren eine Zusammenarbeit mit der Joachim-Herz-Stiftung, die wiederum lizenziert unsere Spiele, unsere Simulationen, mit denen wir vorgehen. Die Zahlen sind natürlich noch deutlich kleiner. Ich glaube, man kann sagen, es sind so knapp 3.000 ungefähr. Das ist für ein großes Land wie Deutschland eine kleine Zahl. Aber da die mehr oder weniger gerade erst angefangen haben, bin ich echt ganz optimistisch, dass es auch in Deutschland zu einem Erfolgsmodell werden kann. Das ist in der Schweiz auf Sekundarstufe und Gymnasium, korrekt? Ja, wenn Sie mich fast zwingen, unsere Erfolgsgeschichte weiter zu erzählen, dann ist das vielleicht unser größter Erfolg in den letzten Jahren gewesen. Tatsächlich haben wir begonnen, in erster Linie an Gymnasien diese Simulation in den Projektwochen zu machen. Aber es ist uns gelungen, über die Reform des Lehrplans, Stichwort Lehrplan 21, dass auch in den Sekundarschulen tatsächlich Wirtschaft unterrichtet wird in den Formaten, die wir anbieten können. Also es ist wirklich sehr, sehr breit. Deswegen kommen wir auch, denke ich, letztendlich dann auf solche Zahlen. Ich denke, die werden auch noch weiter steigen, wenn jeder achte Schüler in seinem Schulleben einmal mit solchen Unternehmensplanspielen in Kontakt gekommen ist, dann glaube ich, dann bewirken wir was. Wunderbar, tolles Engagement. Wir kommen zum Schluss, Herr Wellershoff. Gehen wir mal kurz zurück zur Bildungspolitik. Bisschen hypothetische Frage. Natürlich, wenn Sie jetzt als Ökonom Bildungsminister wären und vor allen Dingen keinem politischen Druck ausgesetzt wären, frei entscheiden könnten, was wären denn so fundamentale Änderungen, die Sie vornehmen würden, wenn überhaupt? Ich glaube, ich wäre ein schlechter Bildungsminister. Also ich muss wegschicken. Ich habe extrem hohen Respekt. Sicherlich ist der gewachsen in den Jahren, wo ich mich jetzt engagiere für dieses Anliegen. Vor der Komplexität des Themas. Also das ist ja wirklich ein schwieriges Thema, Ausbildung nicht nur also klug zu entwickeln, sondern auch dann zu implementieren, umzusetzen. Das habe ich Bewunderung für Menschen, die im Bildungswesen das tatsächlich können. Deswegen sind meine Anliegen relativ klein. Ich habe es vorhin schon gesagt, im Rahmen dieser Kompetenzorientierung glaube ich, könnte ich mir vorstellen, also bitte alle, die wirklich Ahnung haben und dort tätig sind in dem Bereich, bitten mir das nachzusehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Wissen in einigen Bereichen, nicht überall, aber in einigen Bereichen, etwas vernachlässigt worden ist. Also ich gebe hier ein Beispiel, die Grundbegriffe des Rechts. Also wie ist unser Rechtsstaat organisiert? Die kommen ja im Schulwesen eigentlich nicht vor. Ich glaube, auch wirtschaftliche Themen müsste man früher einführen. Das wäre mein zweiter Wunsch, dass man das eben spielerischer machen kann, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man diese Finanzbildung, von der Sie ganz am Anfang gesprochen haben, vielleicht auch tatsächlich besser erreichen kann. Und ich hätte noch einen dritten Wunsch. Ich glaube, die geschichtliche Dimension der Wirtschaftsentwicklung wird komplett vernachlässigt in der Ausbildung. Also wir haben zwar alle in der Regel wirklich guten Geschichtsunterricht, aber das Wirtschaftliche ist da irgendwie wie ausgeblendet. Also wir haben alle mal was von der großen Depression gehört, aber das zum Kontext unserer Entwicklung, der politischen Fragestellung, der kulturellen Fragestellung auch immer gehört, wie leben wir eigentlich, also auf welchem Lebensstandard, was sind die Normen, was ist wirtschaftlich möglich, wie ist die Verteilungsfrage.
All das kommt, glaube ich, heute in der Ausbildung immer noch viel zu wenig vor. Und das ist eben eminent wichtig, wenn man politische Entscheidungen fällen soll. Und gerade hier in der Schweiz würde ich mir da mehr wünschen, weil wir eben ja wirklich alle 3 Monate über Dinge abstimmen, die von elementarer, auch wirtschaftlicher Bedeutung sind, dass man die geschichtliche Dimension der Wirtschaftsentwicklung kennt. Lieber Wellershoff, vielen Dank für das spannende und inspirierende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, beruflich, privat und natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit wirtschaftsbildung.ch. Alles Gute und bis bald mal wieder. Auf Wiederhören. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.